ist eigentlich gar kein so unangenehmer Zustand, sich im Prozess des kontinuierlichen Fadings, der Aphanesis, des Verschwindens, der Selbstauflösung, im Prozess des Entgleitens, Entschwindens, nicht sich zu befinden, sondern zu entschwinden, weil man dann in den Zustand des Parmenides gerät, der wie ein montgolfierischer Ballon mit dem immer treibenden Winden sich mittreiben lässt und somit in dieser kontinuierlichen Bewegung stillzustehen beginnt, Bewegung durch Selbstverschwinden löst sich auf in ewiges Fallen, in ewigen Stillstand. Ist das Nirvana, das sich verloren haben, da bewegt sich nichts mehr. Ist es nur eine Scheinbewegung? Das heißt, man hat sich aus der Quellenergie der kontinuierlichen Hochrüstungs-Selektionsschlinge befreit und ist in den Traummodus des zeitlosen Uterus zurückgekehrt. Mit Vollversorgungsanspruch und Gedanken und Gespürlosigkeit. Man ist nicht mehr Körper, man ist sich selbst auflösendes Sirren, Schwirren, Nebel. Vibrieren. Ich weiß nicht, welches Wort, welches Adjektiv sich eignen würde. Es ist auch nicht ein Fallensgefühl wie im Traum, der immer dann aufweckt im Schrecken, sobald erblickt wird, dass es da keinen Boden gibt. Es ist ein Schwebenszustand. In den Farben Zürichs. Blau, gräulich, im Empfinden des Erwartenden, Nicht-Erwartenden, in den Empfinden des Beobachtenden, Nicht-Beobachtenden, im Empfinden des Nichts Verspürenden, Nachspürens, kein Signal aus dem Inneren, irgendwem sei es gedankt.